Hallo Freunde, willkommen zurück zu Splatoon. Ja, ich musste mal ganz kurz noch das Gamepad in der Hand nehmen, ey, was ist da los? So, ich möchte mal ganz kurz, also ich starte hier mit Absicht, weil ich mal ganz kurz gucken will, ob eine Bestellung von mir da ist. Weil hier kann man auf jeden Fall Sachen bestellen, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich sage, hey, oh, was kraut. Ich habe mich angestrengt zu finden, was du wolltest, dass ich dabei herumgekommen. Nee. Nein, danke. Nee, will ich nicht. Ich hatte mal, also wie macht man das? Das kann ich euch eventuell mal ganz kurz zeigen. Vielleicht finde ich hier auch was, was ich bestellen möchte. Hier hatte, na, das, na, wartet mal, wenn ich jemanden finde mit einem besonderen Kleidungsstück, was mir gefällt, dann zeige ich es euch. Hier, sagen wir mal die Gasmaske hier, ja? Drücken wir A. Ich muss kurz gucken, wo A ist. A. Dann steht da unten X bestellen. Dann gehen wir jetzt auf X. Nein, jetzt habe ich was anderes gemacht. Jetzt habe ich den, glaube ich, im Bild Plus gegeben. Egal. Jetzt sagen wir mal, ich will die Gasmaske bestellen. Dann sagt er bestellen und es ist bestellt. Ne? So funktioniert das halt. Da kannst du halt so gesehen Sachen raussuchen. Jetzt möchte ich ja mal ganz kurz in den Shop reingehen. Gucken, was sie so haben. Bevor wir hier gleich den Singleplayer weitermachen. Willkommen bei mir so und sonst ist willkommen und so. Das hat zwar drei Stats, aber naja. Ich meine, meins wäre zum Beispiel ganz gut. Weil ich habe jetzt mal was herausgefunden. Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert, ja. Was ich zum Beispiel noch brauche, ist Schuhe. Sprunginfinität Ninja ist zum Beispiel ziemlich gut oder wird derzeit sehr oft genommen, damit man halt nicht sieht, wo man landet, wenn man sich wegspritzt, ne? Lauftempo sowieso gut, aber die Schuhe habe ich. Nee, ich suche, glaube ich, war das bei dem Helm? Ich meine, das wäre bei dem Helm, wo ich noch Schwimmtempo brauche. Ist ja aber leider auch nicht bei hier so nichts, überhaupt nichts Gutes. Bei hier sind die Kopfhörer. Kann man sich eventuell für den Style mal holen. Aber ich will es nicht anlegen. Okay, so. Weil die Stats hier draußen sind jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber ich meine, man könnte sie ändern, wenn man Level 20 ist. So, wir machen auf jeden Fall im Singleplayer weiter. Soweit ich weiß, sind wir auch schon fast durch mit dem ganzen Kram. Soweit ich mich erinnern kann. Ich meine, wir waren Welt 4 Boss. Nee, Boss nicht, oder? Doch, Boss. Sieht stärker noch aus gerade. Wartet mal. Waren wir hier überhaupt? Ja. Ein Elektrowelz fehlt noch, aber ich habe die Welt nicht offen. Sehe ich gerade. Wo könnte denn hier noch eine Welt sein? Kann auch gar nicht sein. Ich habe alle Welten aufgemacht, oder? Also das habe ich auf jeden Fall. Hier gibt es keine Welt. Da unten, die haben wir. Die haben wir. Die da oben haben wir. Eine Elektrowelt fehlt noch. Da sieht man oben in der Mitte des Bildschirms. Deswegen kommen wir hier noch nicht in den Boss. Also eine Welt fehlt noch, aber wo ist die denn? Haben wir die schon gemacht? Habe ich die? Anscheinend habe ich die wirklich noch nicht gefunden. Da oben kann ich mir vorstellen, auf dieser Plattform da. Wie kommt man denn da am besten hoch? Wahrscheinlich hier. Und ich habe die Empfindlichkeit nochmal ein bisschen höher gestellt. Das war nämlich viel. Das war. Nee, das ist jetzt so viel besser. Nö, hier ist sie nicht. Ha? Da oben waren wir noch nicht. Was ist das denn? 21? Ach, tatsächlich. Ja, schau mal einen an. Die haben wir noch nicht gemacht. Unschönes Flugobjekt über den DK-Bahnsteig. Okay, auf geht's. Ich schlage irgendwie voll aus, kann das sein? Weiß nicht warum. Übersteuer so ein bisschen. Weißt du nicht warum? Komisch, aber naja. So. Ach, nicht schon wieder so ein Bomber, ey. Vorsicht, ein Tintenbomber. Tinteninferno-Bomber. Hoi, hoi. Oh ne, die sind so nervig, ey. Oh, da hat man einen Koffer, das ist ganz cool. Oh, sind hier etwa Oktolinge? Ja, auf jeden Fall ein Oktokopter und sowas. Und die sind grün, das ist sehr schön. Ah, oh, grün. Schöne Farbe. Und natürlich Ausschau halten nach der Schriftrolle, ne? Sehr, sehr wichtig, die Schriftrolle. Ich versuche jetzt mal gerade ein bisschen sanfter zu reden, dadurch, dass ich irgendwie extrem ausschlage. Ich hoffe, ich weiß gerade nicht, woran das liegt. Eigentlich habe ich nichts umgestellt oder so. Deswegen versuche ich mal ein bisschen ruhiger gerade zu reden. Weil, damit das nicht übersteuert, ne? Weil das will ja kann ich würde euch ja nicht die Ohren wegbashen. Oh, das ist gar nicht meine Tinte. Ups. Au. Oh, oh. Wow, wow, hey. Zumindest versuche ich es nicht zu übersteuern. Na, komm. Oh mein Gott.
Oh, diesen Bomber da, der ist echt nervig, ohne Witz. Kommst du mal her? Ich muss aber sagen, das ist schon wieder so eine Welt, die ziemlich verwinkelt ist. Da muss ich echt suchen nach der Schriftrolle. Deswegen gehe ich jetzt auch nochmal zurück, weil da war auch noch ein Weg. Vielleicht ist er ja direkt hier. Naja, wow. Wäre auf jeden Fall Knorke, wenn sie hier wäre. Nö. Irgendwie so nicht. Ich denke einfach mal, das wäre einfacher hier lang gewesen. Ich hatte auch die Bazooka, sehe ich gerade. Gar nicht dran gedacht. Aber naja, also ich schätze mal, ich habe sie noch nicht übersehen. Ich hoffe es einfach mal. Ich wollte gerade sagen, zwei. Wow. Das Tintending ist echt nervig. Wow, habe ich da rübergeworfen? Na, läuft. Wie macht man das? Macht man das am besten von hier oben? Ja, das hat gut funktioniert. Lass mich zurück. Okay, Mann. Nummer 2. Ich weiß zwar nicht, was du gesagt hast, weil ich dir nicht zugehört habe, aber okay. So. Wow, woher kommt ihr? Da oben ist noch eine Bazooka. Ich brauche keine Bazooka. Was ich ganz gerne hätte, wäre die Schriftrolle. Wo ist das? Nee, da gehe ich noch nicht rein. Auf keinen Fall. Erst gucken, ob hier irgendwo eventuell die Schriftrolle versteckt ist. Weil die hätte ich schon sehr gerne, Madame. Die hätte ich schon sehr gerne. Hier vielleicht? Oh, das sieht stark danach aus. Oh, das sieht, könnte sehr gut aussehen. Erstmal den Inferno abpassen. So. Ja, so, ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt langsam den Singleplayer zu Ende haben, weil ich endlich wissen will. Ich bin so neugierig, was ich kriege, wenn ich den Singleplayer absolviert habe, ne? Das interessiert mich so krass. Weil ich spiele also ich spiele sehr viel online derzeit, muss ich sagen. Ihr habt ja auch eben gesehen, ich bin schon Level 11 seit Sonntag. Sonntag war ich Level 9 oder so. Also ich spiele sehr viel derzeit, muss ich sagen. Offscreen. So. Ach, da sind wir ja schon bei dem. Aber wir haben Bombenhagel jetzt, anstatt die Bazooka, okay. Ja, kann man eigentlich aktivieren. Damit kann man halt die Bomben spammen. Ja, geil, Hauptsache, ich werfe die Bomben erstmal volle Kanne in das Becken rein. Ich meine, da explodieren sie bestimmt fabelhaft, aua. Komm her, Dicker. Ach, die spawnen neu? Könnte man eigentlich farmen. Diese komischen Kügelchen, aber... Nee. Komm. So, sehr schön. Oh, Leute, es geht zum Boss. Ey, da bin ich jetzt mal gespannt, was das für ein Boss ist. Ach, lol. Wenn der hier rumfahren können. Okay, aber wir haben alles. Auf geht's in den Boss-Stage. Und schönes Flugobjekt über den Dekabahn-Station. Ah ja. Ah ja, ah ja, ah ja. Ja, 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 ja. So, abgeschlossen. Babam. Erinnert an den Inhaber des Schuhgeschäfts. Kann es Kreaturen gegeben haben, die sich von Garnelen ernährten? Das klingt unvorstellbar. Aber hey, es gibt's immer noch. Also, ja, also. Ja, doch, ja. Ich mag zwar keinen Fisch. Elektrowelse erwischt. Jetzt zum Bosskessel. Jupp. Muss so kurz gucken. Komme ich hier rüber so? Hui. Nein, komme ich nicht. Wie kommt man denn am besten hoch? Sag mal. Von hier unten? Vielleicht? Nein. Naja. Wie komme ich denn jetzt? Ach doch, guck mal. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich muss hier durch. Nein. Nein. Oh, ich Idiot, ey. Oh. Nein, also was ich sagen wollte, ich esse keinen Fisch. Also ich esse gar keinen Fisch an sich. Meine Fresse, was ist mit der Steuerung? Hallo, wieder hoch. Oh, komm schon. Danke. So, meine Güte, das war ein Akt. Anstrengend wie eh und je. Okay. Zahn um Zahn mit Octodentor. Octodentor, ist das ein Zahnarzt, ey? Das ist ja mal cool. Oh, holy shit.
ziemlich viel Farbe, aber also hier rumherum kann man nicht groß ausweichen. Ich bin mal gespannt, machen wir mal so einen kleinen Weg hier. So, auf geht's. Wen haben wir da? Ey, es ist Schnappi. Jo, eindeutig Schnappi. Oder hier dieses, kennt ihr dieses Spiel? Wo man, also das gab es früher, ich weiß nicht, ob es das auch immer noch gibt, wo man die Zähne eindrücken muss. Oh, holy, was muss ich machen? Oh, okay. Wow, hi. Ah, okay. Relativ easy herauszufinden, was man machen muss, ehrlich gesagt. Kennt ihr dieses Spiel, wo man irgendwie die Zähne eindrücken muss und das ist dann random zuschnappt, dieses Krokodil? Ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber das heißt das nicht sogar Schnappi? Bin mir gerade nicht so sicher, aber das erinnert mich irgendwie an den. Sehr stark sogar. Wow, lass mich raus hier. So, hi. Friss Bomber. Und tschüss. So, nur noch einmal Treffer. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was die dritte Form ist bei dem, weil bisher war es ja nicht schwer. Okay, er hat vergoldete Zähne. Warum nicht? Der hat Geld. Ist ja auch ein Zahnarzt, ne? Boah, ich hasse Zahnärzte wie die Pest, ne? Ohne Witz. Ja, da kann man nicht ausweichen. Okay. Dauert einfach nur ein bisschen länger, um die kaputt zu machen. Reicht das? Das reicht. Und tschüss. Okay, der war sehr einfach, der Boss, muss ich sagen. Sehr, sehr einfach. Platsch. Oh ja, so ist das, ne? So ist das. Legt man sich mit mir an, hat man's verkackt. Also in-game. So, komm her. Elektrowilz. Zahn um Zahn mit Octodentor. Der Name ist so gut, ey. Die Name war so gut. Ah, nee, so gut, ey. Okay. Hallo, Nummer 3. Was geht dir? Aber leicht von der Hand. Jo. Beste Holz erwartet. Kannst mal sehen. Nur weiter so. Solange bis du den Riesenwelt hast. Okay. Du wirst doch nicht etwa Captain Kuttelfisch vergessen? Huch, wer spricht da? Euer Revier. Ach was, der Bösewicht. Hey, du, rück den Riesenwelt-Elektro aus. Und den Captain auch, bloß nicht vergessen. Euer Revier gehört mir, yo. Jetzt mach mal ab, halblang Quatsch und hier nicht den Funk zu. Hey, Nummer 3, tu was du gegen diesen Klabottermann und zwar schnell. Okay. Wow, wir sind jetzt schon in der letzten Welt. Zahn um Zahn abgeschlossen. Antiprotodukt. Ach ja, das ist die Waffe, die ich mir angucken wollte. Das mache ich aber später. So. Meine Nase juckt. Ich würde sagen, wir müssen dahin. Das Zonentor ist auf. Weiter geht's. Okay, Nummer 2. Auf geht's. So. Ja, so ist das, ne? Ups, ich will, wie gesagt, ziemlich schnell den Singleplayer jetzt mal vorbei haben, damit ich ich bin so neugierig, was ich kriege, wenn ich den Singleplayer zu Ende. Wow, die Welt sieht gigantisch groß aus, ey. Also, was wir auf jeden Fall jetzt noch machen, ist... Oh, holy shit, ey. Hä? Ey, noch weiter? Oder muss ich nach da oben? Hä? Ne, da oben ist der Bosskessel, der schwebt. Okay. Gut, dann machen wir mal die Welten auf, ne? Wir suchen sie mal. Das kann ja ein Akt werden bei so einer Riesenwelt. Hier vielleicht direkt irgendwo direkt. Hier ist ein Schwamm. Okay. Oder ist hier nur der Boss? Ne, 6 Elektrowälze. Hier gibt's kein Level? Wieso soll ich dann nach hier gehen? Das verstehe ich. Ach, hier rüber, ne? Ja, wahrscheinlich. Huah. Das schafft ihr ja nicht. Ha. Ach ne, hier kann man hoch. Huch. Huch, da bin ich weggeschleidet. Hupala. Was passiert mit dem? Okay, ich hab... Wow, wäre cool, wenn ich wenigstens ein Level schon mal so finden würde, so, ne? Aber naja. Nur sei mir nicht gestattet. Hier aber. Auch nicht. Hä? Es muss hier Elektrowälze geben. Das sagt die Anzeige. Aber wo? Nehmen wir mal hier. Wo kommen wir hier hin? Nach hier oben. Hier, da ist aber ein Level. Ja. Das ist Level 27. Holy shit.
Was ist da? Ups. Ist hier auch ein Level? Da ist auch ein Level, aber... ich glaube, ich bin gestorben, ey. Aber naja. Da kann man nichts machen, ey. So, dann will ich jetzt nochmal ganz kurz auf die andere Seite gehen, die wir das Level, wo wir... Ach, da kann ich auch ganz kurz gucken. Sollte ich schaffen, wenn er... Wenn könntest ruhig springen, ey, kleiner Octoling, ey. Mensch, cool. Aber ich kann auch einfach hier hoch, ne? Nein, kann ich nicht. Ah, wartet mal. Was haben wir hier? Wohin bringt mir das denn? Hier? Was soll ich denn hier? Ist hier oben auch ein Level? Ah, da schon mal nicht. Ich gehe davon aus, dass ich die Kleidung kriege, irgendwie. Ah, hier waren wir doch sogar schon mal. Aber hier oben waren wir, glaube ich, schon nicht. Oder kamen wir mal von da? Ich glaube nicht. Okay, hier sind auch nochmal Schwämme. Sind die alle Level ganz oben? Irgendwo? Sind die alle ganz... Ach, hier ist ein Level. Das ist 23. Okay, da kommen wir der Sache schon mal ein bisschen näher. Wo war... Oh, oh. Oh, oh. Ich habe gedacht, da wäre Boden. Warum ist hier überall kein Boden? Ich glaube, ich bin hier in der Oberwelt öfters gestorben als in dem ganzen Spiel. Oh, nee. Aber ne, ja. Warte mal, ich will da hin. Da oben ist ein Level. Den habe ich schon mal angespritzt. Aber nicht geöffnet. So, das ist 26. Okay. Oh, 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 oh. Okay. Riskante Moves hier. Riskante Moves, ey. Was ist da los? Gibt's hier noch ein Level? Nö. Hä? Wo sind hier die Level? Noch. Wie viel haben wir aufgemacht? 3, ne? Ja, fehlen noch 3. Ich gehe mal davon aus, dass noch welche ganz oben sind. Lass mal nach oben gehen. Komm, auf geht's. Gehen wir mal nach ganz oben. Swap. Was haben wir denn hier? So. Jo, genau. Wir sind eben in die Richtung gegangen. Gehen wir mal in diese Richtung. Ach, hier waren wir schon. Nee. Dann eher weniger. Dann vielleicht hier oben. Auf jeden Fall... Ach, hier ist ein Schwamm. Okay, das vereinfacht das Ganze natürlich ein bisschen, ne? Ja. Wohin bringt mich das hier? Wofür ist der Schwamm? Da ist ein Level, das sehe ich. Das holen wir uns auch direkt mal. Hier, das hier. Octofluter auf der Jagd. Okay. Und hier geht's zum Boss. Ah, da oben ist der Boss. Da brauchen wir ja nicht hin. Noch nicht. Wie viele Level haben wir jetzt auf? 1, 2, 3, 4. Da fehlen immer noch 2. Wo könnten denn noch Level sein? Ich hätte eigentlich jetzt... Ach, oh, hier ist sogar eins. Da ist eins, das sehe ich. Wie kommt man denn da hin? Wie kommt man denn da hin? Kann man sich von hier oben runterfallen lassen? Kann man. Oh, weil da ist eins. So, wow, das ist eine Wand. Wand of Doom. Eigentlich hätte ich jetzt noch so gesagt, hier unten irgendwo. Können ja nicht über alle oben sein. Oder hier. Hier ist es eigentlich am praktischsten an, aber hier ist gar nichts. Wofür ist dieses Ding? Merkwürdiges Ding. Merkwürdig, merkwürdig. So, mir fehlt noch eins. Mir fehlt noch eins. Noch ein Level. Wo ist hier das Level? Vielleicht hier? Ah, tatsächlich. Guck mal. So. Das ist 24. Womit haben wir denn aufgehört? 21, 20... Okay. 23. Hier müssen wir anfangen. Schwämme in Kreuzfeuer. Wie viel Zeit haben wir? Okay, Leute, ich werde jetzt hier aber erstmal einen Cut machen. Dann sehen wir uns im nächsten Part dann, ja, mit der letzten Welt und Schwämme in einem Kreuzfeuer wieder. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Also, haut rein. Tschüss.